Guten Morgen, guten Morgen, guten Abend, wenn man auch nicht mehr schaut. Ich bin vom Stream Gurus, weil ich mal wieder mit dem Double Time des 2000 zum UET Season 3 Kampf gegen Belly. Spieltag 4, wir stehen 1-2, also sollten wir vielleicht mal wieder ein bisschen ausgleichen. Team, was wir dabei haben, habe ich euch erstens schon gezeigt. Besteht aus Monte Carbo, Galasmogmog, Barakifa, Trikefalo, Lapras und Gotrom. Wir waren gerade eben noch im Call, es hat sich mal gut funktioniert mit dem ganzen System hier. Und ja, ich habe noch nie in Belly gespielt. Folglich wird das so das erste Mal jetzt. Ich bin gespannt, was er so dabei hat und ich bin mal gespannt, wann er auch mal schreibt, dass er ready ist. Müssen wir mal warten hier. Weil ich glaube, seine Antwort ist mal so ein bisschen länger als meine, die ich immer vor dem Kampf habe, weil ich meistens entweder innerhalb von 2 Sekunden gefühlt fertig bin oder einfach keine Zeit habe, weil ich die Aufnahme erst starte, wenn ich im Teamausweis-Screen bin. So ist das doch gut, Leute. So, ich starte mir noch ganz kurz meine mein Google Document zum Aufschreiben. Seine Mons. So, mal schauen wir mal, ob man schreibt. Okay, er ist ready. Er ist ready. Heißt, wir können reinstarten. Verbindung wird hergestellt. Können wir gleich mal aufschreiben, was er so hat. Verbindung wird hergestellt, jo. So, ich bin ready. My Buddy ist ready. So ein bisschen. Jo, Teaminfo, was hat denn er? Bisaflor, Quirtle, ja, das war klar, dass die beiden dabei sind. Cosmovum ist tatsächlich auch dabei. Aber für den haben wir eigentlich genug gesorgt, würde ich sagen. Ferdemicula und Diktri. Ja, Diktri hat halt auswegslos, müssen wir aufpassen. Vor allem in Monte Carbo. Aber, ja, sollten wir irgendwie geregelt bekommen. Kurz mal. Los, gehen wir rein. Ich glaube, ich gehe einfach mit Terminus rein. Und dann. Jo. Sind wir ready? Und was er so macht, er hat eigentlich gerade noch gemeint, dass er sich vorhin mit dem Trihorn dabei hat. Habe ich hier nicht. Sorry dafür. Aber bei Primarine, Vermicula, Quirtle und Bisaflor war es da ein bisschen zu viel. Okay, also gesagt mal, Quirtle drücke ich mit dem EQ weg, aber in Solarstrahl will ich trotzdem nicht reinkommen. So, von. Na. So weit, so gut. Ja, Wait, hat der eigentlich einen Flying-Type in seinem Kader? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Weil dann ist ja klar, warum ich Rillaboom dabei habe. Weil Rillaboom einfach gegen alles Gutes, was kein Flying-Type hat. Gegen jedes Team Gutes, was kein Flying-Type hat. Zumindest nicht dabei hat. Also wenn Cosmoboom reinkommt, Toxin war dem mit Weezing. Der kann ja eh nicht einfach mal außer teleporten. So, Kevin, das ist die Ameise. Oh, das ist ein Kacklied für uns. Absoluter Kacklied. Holy shit. Das ist ein absoluter Kacklied für uns. I see. Ja, aber ich glaube, wir gehen einfach mal in unser... Ach, wobei, der hat eine Stahlschwäche. Miese. Ganz miese. Den Lied finde ich nicht geil, muss ich schon sagen gerade. Den Lied finde ich absolut nicht geil. Holy shit. Ohne Kreuzschere werde ich auch nicht tanken mit
mit meinem Gortron. Jo, ich gehe jetzt in Weezing und kalke dann jetzt mal wie viel so ein Eisenschädel von den diesem Jugendler machen wird. Eisenschädel kommt direkt, okay. Dann sehen wir ja direkt, wie viel es macht. Und das war ein bisschen viel. War das Damage Boosten oder wie ist denn das? Durant. Iron Head. Genau, ist noch Level 50 setzen, den Jungen. Der scheint keinen Damage Boosten des Items zu haben. Was schon mal auf den Scarf hindeutet. Oh, aber ich weiß ja gerade nicht, in was ich jetzt reingehen will. Ich will jetzt hier schon Barrick gehen. Aber ich muss dann direkt wieder raus wegen diesem Dicktree. Direkt. Ja, muss ich. Wait, habe ich da Dampfantrieb drauf? Ich will den Flasher da drauf haben. Mies. So, Eisschädel kommt. Achso, deine Maxen, Leute, oder? Jo, ich. Ja. Gehe ich jetzt direkt wieder raus? In ich kann jetzt natürlich wieder in Terminus gehen. Und dann halt ableiten. Und dann theoretisch. Ja, ich gehe in Terminus und drück Abschlag. Um WC Dicti reinzulocken, damit ich danach safe noch kaufen kann, weil er in Dicti nicht drin bleiben darf mit. In meinem Affen nicht drin bleiben darf mit Dicti. Ja, Dicti kommt. Oh ne, das Ding kommt. Okay, habe ich jetzt aber auch absolut nichts gegen. Den Terminus. Und drück Knock auf. Bin schneller als die Robbe, folglich, wenn er wenn er drin bleibt. Okay, geh auf Schutzschild. Interesting. Was wir jetzt gehen wollen. Gürtel theoretisch, aber. Ja, ich gehe einfach auf Abschlag. Ich verliere dadurch aktuell nichts. Außer ich übersehe jetzt irgendwas wieder komplett und. Keine Ahnung. So, was kommt jetzt? Cosmorum? Vielleicht? Gut, okay. Abschlag, go. Gehen wir jetzt in Inara. Hat sein G-Max ja nicht dabei sein Maritid. Folglich müssen wir uns dann nicht unbedingt aufheben, um die gegnerische G-Max zu kontern, was ganz praktisch ist. Roxcom, okay. Wir haben Monte Carlo dabei zum Spinnen. Ja, aber wir gehen jetzt noch nicht auf die G-Max. Wir gehen jetzt vorerst einfach mal auf einen. Gefriert. Wait. Wir gehen auf den Eis, auf Surfer. Dann gehen wir auf Eisstrahl. Hier auf Surfer. Ist zwar noch in der Sonne. Ja, was kommt rein? Das Ding, okay.
ist wahrscheinlich sein Konter für mein Lapras. Eigentlich schon wegen Schutzschild, haben wir ja gerade eben schon gesehen. Ja, wir müssen jetzt eigentlich raus, wenn wir jetzt nicht direkt G-Maxen wollen. Ich gehe jetzt einfach in Terminus und drücke Erdbeben. Weil ich ja wieder das Quirtel, weil ich das Quirtel wieder riech. Was ist wieder das Protect? Oder was kommt? Eigentlich muss der Protect kommen. Okay, Mondgewalt kommt. Auf uns EV. Boah, das war mehr als ich dachte. Ich würde sagen, Ghost Drop macht uns zum Glück jetzt nichts groß. Einfach mal auf ein Erdbeben. Falls wieder Quirtle kommt. Och, Alter, mit dem Kack Protect, Junge. Haben wir irgendwie so das Gefühl, wir jetzt mal drin bleiben. Aber eben schon gesagt, dass ich einfach auf dem Move drauf geblieben bin, als er rausgegangen ist. Name Q. Weiß jetzt nicht, was er jetzt macht. Kommt jetzt die Ameise? Kevin kommt, okay. Da kommt die Ameise, auf die ich absolut keinen Bock habe. Und auf die ich auch mit Underprep bin, weil ich behindert bin. Und warum habe ich nicht Costoso mitgenommen? Ja, wow, was ein Crit. Was ein Crit. Ich will jetzt eigentlich nicht mein Ding abwerfen. Ich will jetzt eigentlich nicht mein Barrick abwerfen. Das ist die Sache gerade. Wenn ich ihm Barrick gebe, muss er halt tierisch auf den Fußstampfer gehen. Oder auf den Kraftkoloss. Wenn ich aber auf Torwild gehe, macht mein Move sich arg viel. Miese, ganz miese. Geht natürlich in Imani, genau. Imani wird auch abgöttisch viel fressen von dem Ding. Ich glaube, hier will ich in Imani und drücke danach einfach mal. Drücke danach einfach U-Turn. Ich weiß, dass es dumm sein wird, aber. Wenn es eine Superpower kommt, bin ich ja komplett gefickt, so. Oder eine Kreuzschere. Ein Schädel sollen wir tanken. Ja, tanken war sehr gut. Ist die Sache, denkt er jetzt, ich predikte wieder, was ich jetzt bisher schon ein paar Mal gemacht habe? Oder denkt er, dass ich weiß, dass er rausgehe? Oh. Dann brauche ich auf dieses Ding immer mal einen Knockoff drauf. Irgendwann. Ich probier's. Wenn ich das Ding jetzt weg hab, wäre es genial. Ah, schade. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder die Robbe, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich unfassbar viel. Aber mehr als ich dachte, wahrscheinlich auch wegen der Sonne. Ich mag diese Robbe nicht. Ich mag die nicht. Vor allem, weil die gerade einen sehr guten Chor für ihn mit Vermikula zusammen ergibt. Was ich nicht geil finde. Gehe ich in Inara? Inara will keine Rocks fressen, das ist halt die Sache, ne? Aber wenn ich jetzt Terminus nochmal reingehe und die Rocks kassiere, bin ich halt fast down. Inara ist ja komplett speziell defensiv. Immer muss ich mal mit Barrick reinkommen und spinnen. Aber Problem ist halt, dann kommt dann dieses Dig-Tree. Und ich brauche mein Monte Carlo noch für den Suncore. Ich hätte vielleicht doch lieber Defog auf meinem Dinger spielen sollen. Auf meinem. Ja, sieht ihr Wasser? Danke.
Sieh mal auf die Dynamax. Aber Dynagewitter für Elektrofeld gegen das Viech. Let's go, Alter. Let's go. Drück ihm jetzt einfach den Giga, den grünen Donnerblitz. Donnerblitz, bitte. Einfach reindrücken. Ja, kommt wahrscheinlich Protect, oder? Oh, tatsächlich nicht, okay. Bisschen unerwartet jetzt, aber ja, okay. Geht klar. So, jetzt kommt wahrscheinlich die Turn, in der er aufs Schutzschild geht. Einfach nur, weil er jetzt den Donnerblitz abfangen will. Und Gewalt kommt, macht nix. Ich gehe jetzt auf die Giga-Melodie. Und, ja. Hol mir damit jetzt meine Aurora-Schwer raus. Während er jetzt wahrscheinlich protecten wird. Voll die Giga-Melodie fertig. Wenn er rausgeht. Wenn er rausgeht, macht das eigentlich fast allen guten Schaden. Vielleicht wird er jetzt nicht unbedingt, aber der Rest wird alles gut fressen. Vielleicht geht er jetzt auch ein Bisa-Floor oder so, hätte ich jetzt nichts gegen. Oder ein Dicktri. Wie ist ein Blick von Lapras und so, hallo. So, er geht raus. In was geht er? Nebby, das ist die Wolke. Wie wenig frisst er? Boah, war ja schon fast Schaden, ne? Aber tatsächlich war es bei der G-Max, wie man vielleicht schon vorher mitbekommen hat, hauptsächlich dafür, dass ich endlich mal mit Lapras normal worken kann, anstatt jedes Mal rausgehen zu müssen, wegen der, weil ich sonst G-Maxen muss. Ich kann es wenigstens mal aussitzen, dass man diese Boost bekommt. Jo, gehe ich noch einmal auf die Dynaflut. Um hier wenigstens noch ein bisschen Schaden auf das Ding drauf zu bekommen. Geht jetzt ja eh gleich auf Teleport. Aber eben, ich habe den, so. Bin auf Dynaflut. Er muss auf Teleport jetzt gehen. Geht jetzt also in irgendwas, auf was er Bock hat, was Lapras tanken wird. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es in Quirtle geht. Kann ich mir sehr gut vorstellen. So, kommt jetzt Quirtle oder was kommt? Grab, das ist der Sonnengott Quirtle. Ich habe wieder auf Mütze Glatze Quirtle gehofft, ich fand den Namen genial. Aber man kann ja nicht jeden Wunsch erfüllt bekommen. Wir waren schon wieder fast voll sind mit Lapras, das ist krank. Lapras, du bist krank. Weißt du das? Jo, das Ding ist jetzt, ich gehe jetzt auf den Surfer, einfach nur in der Hoffnung, dass er jetzt immer mal Visa-Floor reinholt. Oder mal zu schauen, was er jetzt so Bock hat zu machen. Und wir machen tatsächlich noch echt guten Schaden. Wobei, Quirtle Schwätzdev ist so. Ja, ne? Elektrofeld, mein Freund. Das gute Alte. Jo, nochmal Surfer. Ich will jetzt aber dieses Bisa-Floor drin haben. Hab noch meinen Aurora-Schleier. Bin komplett speziell defensiv und dann kriege ich ihm einfach einen Eisstrahl. No fucks given, so. Und soll nächste Woche, glaube nächste Runde soll auch, der letzte sein mit, soll auch die letzte Runde vom Aurora-Schleier sein. Ich bin mir vor, dass es einfach wieder in Cosmovum geht, aber ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt so low gehen lassen will. Komm jetzt, Bisa-Floor? Nebby, okay. Okay, so sind wir gut die letzte Runde von meinem Aurora-Steuer weg. Oh ne, wait, ich habe noch eine Runde Aurora-Steuer, aber ja, die nimmt er trotzdem gut weg. Vielleicht freezen wir das Ding jetzt auch. Freeze?
Okay, Teleport kommt. Kommt jetzt Bisaflor? Oder kommt jetzt Femicula? Bisaflor oder Femicula? It's a trap, okay. Also Sticktree. Kommt, was kommt da jetzt von Sticktree? Kommt der jetzt, kommt jetzt, keine Ahnung, kommt jetzt Wagemut oder was? Erdbeben, okay. Lapras, ja, guck den nicht. Eisstrahl. Weg, oder? Ah. Also nicht für deine Intensität. Und nochmal Eisstrahl. Vielleicht kann ich hier nachher irgendwann mal. Also ich werde Lapras jetzt nicht abwerfen. Außer jetzt zum Crit oder so, kann ich irgendwas machen. Ich hoffe gerade. Okay, Gegenschlag. Miese. Ganz miese. Okay, damit habe ich ja nicht gerechnet. Jedoch, wie gesagt, ich habe es jetzt hier im Endeffekt nicht unbedingt gebraucht. Wenn jetzt nach blöder Ausrede oder so, aber ja. Sache ist, gegen diesen Chor aus Primarine und Cosmovum und so komme ich gerade mit Lapras nicht durch. Ich muss in der Runde G-Maxen. Habe ich ja auch meinen Aura-Stell gegen das Femicula verloren. Wäre theoretisch auch praktisch gewesen, aber ja, Sache ist, dieses Femicula ist eklig. Sache geklärt. Ich hoffe, ich kriege das Ding immer mal nachher genockt oder so. Jetzt soll ich auf jeden Fall mit der U-Turn um. Also entweder soll ich jetzt halt Switch Advantage bekommen oder das Ding killen. Na, wieder ein Kill für Trickkiff, hallo? Ja, Schutzschild, toll, freut mich. Was hat es jetzt genau gebracht? Du weißt, dass ich U-Turn habe. Ja, natürlich schon um was gehen, was ich mit Trikifalo theoretisch gut kontern kann. Was wären das jetzt? Ein Squirtle? Ne, Kevin kommt. Wir können gleich in Monte Carlo. Clean. Direkt. Und leg eigentlich mal meine Rocks, damit die Sticktree auch nicht mehr reinkommen kann. Ich weiß nicht, ob er jetzt unbedingt in den erwarteten Flammenwurf jetzt rausgehen will. Also in Sticktree rausgehen will, deswegen will ich jetzt einfach meine Rocks haben. Und nach einer Runde Spin. Okay, was kommt? Kommt jetzt wichtig, wenn jetzt Sticktree kommt, ne? Okay. Bin ich fein mit. Bin ich absolut fein mit. Jetzt der Clean Switch für Wasserattacken weg ist. Mit Lapras. Das ist ein bisschen scheiße. Aber eine Carbo ist noch wichtig. Ich überlege, ob ich den abwerfen soll. Ja, der bringt mir eigentlich aktuell nichts mehr. Das ist die Sache. Von jetzt Rocks liegen, mir bringt Weezing aktuell nichts mehr. Ich will vielleicht noch ein, zwei Sachen toxen, aber, das, aber mehr brauche ich auch nicht. Cosmovo ist Half-Life jetzt mittlerweile. Damage drückt er mir nicht. Hab noch Trikefalle und so. Ja.
Dobby torwelt. Passt. Dann gehe ich jetzt in Terminus. Hätte ja theoretisch auch mein Fisch gehen können, aber nee, das mache ich jetzt ja noch nicht. Den brauche ich noch für später. So, Abschlag. Hätte gerne auf diesem Flamingo einfach Abschlag und Trommelschädel gleichzeitig drauf, weil nur das Ding slower ist als mein Affe hier. Ja, wieder auf Trommelschläge, vielleicht bleibt er ja diesmal drin. Hoffnung ist da. Ist Primarine weg, finde ich sehr angenehm, weil hat Monte Carlo ein bisschen mehr Freiheiten. Kann natürlich auch sein, dass er jetzt seinen Dietrich abwirft. Könnte passieren. Wäre uncool so. Ja, haben wir jetzt den Dietrich-Abwurf oder? Ja, Dietrich wirft er jetzt ab, jetzt kommt Famicula rein. Okay, jo, jetzt kommt Famicula rein. Na, ja, Tom ist hier gekommen. Bisher ist er mit Famicula immer auf den Eisenschädel gegangen. Bisher immer. Gehe ich jetzt auf den Abschlag. Einmal drin bleiben und Abschlag drücken. Ich bin halt schon echt low so. Alter, will doch irgendeinen Move gegen Monte Carlo haben, dabei haben, oder? Und den will er jetzt mal drücken, weil ich bisher immer in Monte Carlo gegangen bin. Ich probier's. Ich muss sie gerade playen. Ich muss sie gerade playen und ja. Überrumpler, okay. Okay. Kam jetzt ein bisschen unerwartet so, aber okay. Ist halt jetzt legit unlucky für meinen Trikefalo, aber ich habe ja noch Barrick. Von dem her. Er muss halt jetzt raus. Hat dann über runter gedrückt. Ich gehe in Victor. Well. Der ist nicht gescarft? Okay, sag mir das doch früher, Junge. Sag mir sowas doch früher. Lol. Zum Glück bin ich halt rausgegangen. Was hat denn der dann? Bei Damage Boost war auf dem Eisenschild am Anfang nicht drauf. Hat er einen Sash oder was? Oder irgendeine Beere? Absolut keine Ahnung gerade. Jetzt kommt wahrscheinlich die Robbe, oder? Nebby kommt, okay. Haben wir aber einen Knirscher für? Aber der Schuss killt ja schon, oder? Och nee! Das kannst du jetzt nicht sein! Das kannst du jetzt nicht sein! Ey, zwei Kämpfe hintereinander, ne? Zwei Kämpfe hintereinander. Ah. Jo, ich werde hier meinen kleinen Cut setzen und dann danach weiter reden, wie es aussieht, ne? Man hört sich. Jo, jetzt nach gefühlten 30 Milliarden Jahren haben wir es jetzt auch mal hinbekommen.
Jo. Also wir haben ja irgendwie, es war irgendwie jetzt der dritte Versuch oder so. Jo, ich jetzt aber ein P-Jab. Kill den. Jo, jetzt fassen wir jetzt rein. Das kommt wahrscheinlich sein Durant rein und will mich First Impression nennen. Jo. Oder will ich jetzt auf Stomping Tantrum? Ich kann natürlich auch einfach. Hi, ich werfe jetzt Hydra ab. Ja, nicht mehr, was da jetzt geht. First Impression, okay. Kann jetzt in Scooter gehen. Und drück jetzt die Liquidation. Mach ich das? Dann drück jetzt Liquidation. Dann gehen Torkoal. Liquidation. Killt nicht. Aber die nächste killt dann. Wobei ich nicht jetzt auf Psychic Fangs, weil der jetzt in. Okay, er geht aber nicht raus. Das 1% haben wir jetzt hier noch. Ich gehe in Beric. Gehe auf den Giga Drain. Der tuschelt mich jetzt aus der Range. Und damit gewinnt Belly das Ding mit 2 zu 0. GG. Ja, also auf jeden Fall jetzt. Das ganze Nachgespielen, ne? Es geht mir so auf den Piss, ne? Es geht mir so elendig auf den Piss. Jo, dann wird jetzt dritte Niederlage in Folge. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen herankommen. Sieht man nächste Woche vielleicht gegen Dinger, gegen Nestflo, müssen wir nächste Woche. Team habe ich tatsächlich schon gebaut, weil ich irgendwie dachte, dass ich am vierten Spieler gegen Nestflo muss und nicht gegen Belly. Aber auf jeden Fall GG Belly für das Match und ja. Wait, wie viele Kills haben wir jetzt diesmal? Wir haben jetzt bei ihm ein Kill Monte Carlo, ein Kill, ah, drei Kills Barakiefer, ja, nehme ich. Barakiefer muss aber nicht Killerliste anführen, dann bin ich zufrieden, ne? Also, es muss einfach nur Barakiefer sein. Barakiefer, der gewinnt das. Barakiefer ist Ehrenmann. Auf jeden Fall, was ist jetzt mit dem Match hier gegen Belly? Beim nächsten Woche gegen Nestor, dann hoffe ich mal ohne DC. Hat die nächste Woche gegen Pock oder dann auch meine Aufnahme abgestürzt ist und was auch immer. Und jetzt eben diese Woche wieder DC. Vielleicht müssen wir mal einen anderen LAN-Play-Server ausprobieren. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.